Ich kann Englisch oder Brazilian auswählen. Wieso ist denn mein Phasmophobia auf, wie nennt sich das viermal? Deutsch. Jetzt ist mein Phasmophobia auf viermal, wie nennt sich dieses quadratische Format? Quadrat. Bei mir geht das nicht. Wie, was geht nicht? Nee, das geht nicht. Guck mal in meinen Stream. Ich kann bei der Sprache, kann ich nur Language, habe ich wahrscheinlich, weil ich die Beta-Version spiele, habe ich hier Englisch oder Brazilian Portuguese. Voice Recognition habe ich auch. Spreche mal Englisch und Deutsch mit dem Geist. Ich weiß nämlich nicht, was der versteht. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Geist sprechen kann. Ist das nicht 1020 mal 1080? Ist das ein normaler Bildschirm, oder? Ah! Haha! Hingekriegt. So. Technik-Tanne. Mensch. Habe ich hier. Oh mein Gott. Pass auf. Ja, jetzt habe ich eine lustige. Ah, warte mal, ich mache das anders. Ich bin ja ein schlauer Typ. Du bist ein schlauer Typ, du kriegst das hin. Boah, ihr kennt das Spiel ja alle schon. Ne? Hast du das noch nie gespielt? Nee. Hast du dein ist das dein Ernst? Hast du. Was? Stefan, was hast du. Jetzt? Hallo? Was macht ihr denn hier plötzlich alle? Ich bin noch gar nicht dafür? Da. Ja, aber wieso stehen denn. Oh, Gerrit, du siehst aber schnittig aus, hör mal. Stefan, hast du dein Mikro eingerichtet für das Spiel? Ja, habe ich. Jetzt ist gerade gar keiner mehr. Ja, hallo? Seid ihr noch da? Ja. Gut. Also ich glaube nicht, dass der Stefan das eingerichtet hat. Ich glaube nicht, dass der das hingekriegt hat. Nee, ich glaube das auch nicht, aber so schwer ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, also man hört die ganze Zeit nur meine Alertbox. Ich bin ein bisschen überfordert damit. Ihr seid so cool, dankeschön. Ja, das sind hier die Buben. Die reden sich immer auf, wenn ich hier Buben sage. Deine Buben. Ihr seid alle die Buben. Das sind die schweißen Gerrits Buben. Hallo, hört mich einer? Wo seid ihr denn alle? Ja, wir sind im Spiel. Mensch, Stefan. Also ich habe was Applied und Push to Talk ausgemacht. Ich habe auch Push to Talk an. Oh, jetzt höre ich die Bitty doppelt, aber das macht ja auch nichts, weil sie ja hier auch im Spiel ist bei mir. Gehe ich ein bisschen weg von der Bitty. Entschuldigung. Alles gut, das hört sich sehr fantastisch an. Da bin ich. Da ist er. Ja, so, es klappt sogar. Hört ihr mich jetzt? Ja, da musst du dich mal ausstellen in TS. Super. Ha. Ja, TS habe ich ausgemacht. Ja. Mein Gott, wow, ist das alles aufregend. Ach, ich freue mich. Schön, dass ihr alle da seid. Ich feiere das. Pass auf. Spaß. Piepsen ist weg. Ist das so aufregend? Okay. Wo muss ich denn jetzt hindrücken? So, bereit. Drück einfach bereit. Sind wir bereit? Oh Mann. Vielen Dank. Und vorher, so. Wer war das denn vorher, der Gönner hier? Da habe ich gar nicht richtig Danke gesagt. So, willkommen im Van, Stefan. Ihr seid echt super, vielen Dank. Bitte? Willkommen im Van. Was? Alright, we're here. Ja. So, hallo. Wer möchte das denn Stefan erklären? Ein Computer. Ein Computer. Ach, ihr müsst mir gar nicht so gerne nicht los. Ich kann mal den Schlüssel damit nehmen. Ach, den Schlüssel. Ich möchte den Thermos dingsen. Den Schlüssel. Wie nimmt man denn was? Mit E. Mit E? Ja, E. Wer hat denn jetzt den Schlüssel weggenommen? So. Oh, ich habe eine Kamera, wie geil. Und eine Taschenlampe. Nee, der Geist heißt Michael. Wie kann ich mich bücken? Mit C. Ihr bückt euch. C. Ja, mit C. Schön. Ja. C. Ich mit S-S-S-T-R-G. Also ich weiß, wenn der mich nochmal fragt, frage ich auf jeden Fall, dass es schon mal spielt. Nein, das. So, guck mal, ich kann aber hier nichts nehmen. Doch, mit E. Du kannst, du kannst drei Sachen nehmen, Stefan. Nimm dir mal eine starke Taschenlampe auch mit, hier unten. Drück mal, mach mal Mausrad. Vor oder zurück. Ja. Kamera hast du? Ja, was noch? Ja, du brauchst eine Taschenlampe. Die unten am besten. So, ich nehm mal auf. Ich nehme den Gerrit mal auf. So. Der sieht ganz schön gruselig aus. Stefan, nimmst du die Taschenlampe hier unten noch? Die hier unten. Ja, aber ich kann. Ich habe hier mein was weiß ich, einen weißen Kasten in der Hand. Ja, kannst du mit Mausrad drehen? Mit G. G. Weg, so. Richtig, da. Nicht so. Die ist schwach. Ja, dann drückst du doch mal G. Die ist schwach. Und bückst dich hier unten im Regal, da ist eine starke. Ja, warte, ich bin kurz davor, mich zu bücken. So. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Taschenlampe. Da. Haben wir Salz? Ich habe die Taschenlampe. Das ist aber eine UV-Lampe, Stefan, das ist die falsche. Also. Aber damit kann er Fingerabdrücke suchen. Ja. Fingerabdrücke sind sehr wichtig. Ja. Fingerabdrücke. So, jetzt habe ich. Guck mal, und ich habe wirklich. Ich muss meine Blutdrucktablette noch nehmen. Ich habe wirklich gute Sachen. Jetzt drückst du. So, meinetwegen können wir los. Ja, möchtest du wieder aufstehen? Ja, du hast gut. Nee, komm, wir gehen. Ich bin in der richtigen Laune. So, dann sieht mich nämlich auch der. Also, ich glaube kaum, dass da ein Geist rauskommt, wenn der da reingeht. Ja, pass auf, ich mache mal Mausrad hier.
Achso, und kurze, Stefan, kurze Info. Alles, was du im Haus sagst, hört auch der Geist. Also danke für dein Follow oder so. Ja. Könnte der Geist auch sehr nett oder nicht nett annehmen. So, Knochen. Erstmal die. Nein, erstmal hier die. Was habe ich denn noch? Ich habe da noch was. Ich habe hier was. Ah, wieso ist die Karte da? Und wie er die ganze Zeit redet. Ja, Stefan Funk ist auf B, ne? War B, ja? Ja. Hallo? Hallo? Hallo, könnt ihr mich überhaupt hören? Wir hören dich. Aber ich höre euch jetzt viel schlechter als eben. Ich könnte da schon rein. Ist ja auch Funk. Soll ich mal lieber Teamspeak anmachen, dass wir uns besser hören können? Kann der nicht den Mund halten? Nein. Hello, Ghost. Where are you? Wir sind so gut wie tot. I am your friend. Ihr Ghost. Ah, das ist überhaupt nicht der Geist. Mein Gott, was läufst du denn da vor mir rum? Ja, ich lauf halt. Mensch, ich geh in die Garage. Ich bitte deine Frau, wie will ich das schneiden? Ich Frau überhaupt. Ich lauf. EMF 3? Ja. Das ist bestimmt oben. Hat jemand schon was Verdächtiges gesehen? Oben im Flur an der Treppe, EMF 3. Ich hab eine Kamera. Die hab ich schon. Ja, hier oben. Nee, ne? Hier so Treppe. Warte, eben hatte ich. Ich bin über 20 Grad die ganze Zeit. Zwischendurch war es einmal auf 8. Hier ist 16. Aber hier ist. Es ist schwierig. Okay. Das ist die Beta-Version. Ich kenne sowieso die neuen Regeln noch nicht. Plötzlich weg. 17. Können wir auch. 16. Das ist gut. Dann lass uns lieber nicht rennen. Oh. Ich geh wieder raus. Hier, komm hoch, hier Badezimmer. Kommt hierher, hier zu mir. Hier drüben. Stefan, komm. Hier. I'm coming. Rein und die Treppe hoch. Nee, hier im Badezimmer. 6,8 Grad. Ja. Also hier ist am kältesten bisher. 4,5. Okay. Oh, ich habe gar nichts anderes mitgenommen. Ich kluges Kind. Ich nehme mal das Buch. Ich habe mal das Licht ausgemacht. Hast du das Licht gemacht, Stefan? Damit der Geist mich nicht sieht. Ist doch klar, dass es Geist ist. Ah, was ist das denn? Oh, ey, wie kommt denn da einer die Treppe runtergelaufen? Nee, der ist hoch. Oh, Scheiße. Oh, die Jaske. Hau ab! Hau ab! Lass abhauen! Ja, weil der Geist kommt. Geh weg! Hau ab! Oh. Hello, go! Das Haus nicht, das ist das Problem. Aber ich glaube, einer ist gleich tot. Wo ist denn unser Auto?
Lebt ihr noch? Stefan ist tot. Komisch. Frag mich nur, warum. Wie konnte das nur geschehen? Der arme Stefan. Habt ihr schon irgendwelche Hinweise eigentlich? Bloß Geister. Einer wird eine Videokamera aufgestellt. Die hatte Stefan. Hat einer den Stefan fotografiert? Ich habe den noch nicht gefunden. Hast du gefunden, hat er den? Hallo, seid ihr noch da? Hallo, hallo? Er ist wieder auf Null. Ich bin der Einzige, der hier noch überlebt hat. Ja, du bist noch da, Gerrit. Du hast deine Sanity ist auf 36. Schön. Läuft ja gut bei uns. Ja. Ich krieg gleich Schläge. So. Was ist denn das? Alter, so. Der war so aktiv. Also ich habe jetzt nochmal die Box. Hattest du die Geisterbox mit? Nee, ne? Nee. Willst du einmal Pillen nehmen? Aber ich habe die Box so. Und das Kruzifix mitgenommen. Ach, ist das Salz? Nee, ist kein Salz. Das haben wir bis jetzt Buch, ne? Ja. Fingerabdrücke. Und die Kamera wäre ganz cool von Stefan, wegen dem Orb oder so, aber. Ja, die ist von der. Gut. Ja. Der schmeißt den hier mit. Egal, ich habe okay. Die Box, ja. Jemand schmeißt sie mit Dosen. Das ist. Ja, ich weiß nicht, wer hier mit Dosen schmeißt. Ja, echt unmöglich. Keine Ahnung. Das ist. Huch. Hallo? Ich habe mich vorhin voll verlaufen, ich wusste gar nicht mehr, wo der Ausgang ist. So. Ja, das war doch hier nicht woanders. Nee, in dem Badezimmer, ne, oder? Ja, hier. Noch da? Bist du hier? Bist du da? Ich habe Gefriertemperatur.
Bist du tot? Das ist nicht euer Ernst! Ey, ihr könnt mich doch jetzt nicht hier allein lassen! Also Leute, wenn ihr mich hört, ich habe noch Gefriertemperaturen gefunden. Also Geisterbuch und Gefriertemperaturen. Gesprochen hat er mit... Also ihr hört mich sowieso nicht. Ah! Nein! Oh Mann! Oh nein. Oh Leute, hilft mir. Falls ihr mich hört, Leute, ich habe noch Gefriertemperaturen entdeckt. Wollen wir nicht einmal beim Teamspeak kommen? Ich brauche... Hallo? Hallo? Ah. Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst. Ja. Oh, schön. Ich habe ein Buch auf. Bist du auch tot? Nee. Ja, wir sind alle tot. Ja, außer ich. Dann fang den Geist doch jetzt mal. Okay. Ich hasse euch alle. Wie soll ich das denn allein machen? Der geht ja sofort wieder auf die Jagd. Gib mir ein Zeichen. Soll ich einfach nach Hause fahren? Ja. Ja, fahr nach Hause. Okay. Weil ich hab noch mal, wie gesagt, Ja, das ist schwierig jetzt. Was nehmen wir? Also ich habe noch Gefriertemperaturen gefunden. Ja. Und das war's. Sobald ich reingehe, sucht der Geist mich schon wieder. Was nehmen wir denn da? Ich würde auch Dämon nehmen. Ja, weil er so aggro ist, aber keine Ahnung. Okay. Okay, soll ich fahren? Ich fahr. Der hat mich allein gelassen, ganz allein gelassen. Ich bin ganz kurz davor, das Spiel zu verstehen. Ich war ein Dämon.
Was, Jura? Guck mal, ich habe 10. Nee, Dämon. 10. Oh. Okay. Dämon. Oh. Das ist ein bisschen ärgerlich, der Stefan, ne? Ihr könnt mich doch nicht allein lassen. Ganz allein. Ja, es lag sind auf wir Stefan. Jetzt eigentlich im Spielfunk oder sind wir in Teamspeak? Im Spielfunk. Im Spiel. Stefan, ja. Ach. Hm. Ja, dann mache ich das hier aus. Ne? Oh Gott, wie kann der? So kenne ich den nicht. Immer. Ich nehme jetzt. Guck mal, leichtes. Ich habe $10 verdient mit meinem Foto. Ja, Mensch. Ja, das ist toll. Und das ist Erfahrungspunkte. Weiß, wo die reist, bei dir hingeht, Stefan. So, ich bin schon wieder ready. Was, ihr kauft Sachen? Was kauft ihr denn? Ja, du kaufst alles Mögliche. Hast du eine 10 Dollar? Ich habe hab 45. Ich kaufe jetzt hier. Ich habe mir einen Leiter gekauft. Ja, dann gönnt ihr mal was. Leiter? Und ein Kruzifix. Ich kaufe mir ein Kruzifix. Haben wir Salz? Ja, haben wir Leiter. Oh Gott. Ja, nicht eine Leiter. Einen Leiter. Ein Feuerzeug. Ich habe doch aber alles Leiter. Auf Englisch. Ach so, weil er das ja auf Englisch. Leiter. Ja. Mann, das ist aber auch ein hartes Spiel. Wieso sind wir plötzlich weggefahren? Weil ich was ist denn bei eurer Level-Einstellung nicht in Ordnung? Da steht ja 212 und 233. Aber ich meine, was ist da los? Der Mond macht euch klein, jetzt suchen wir euch heim. Pass nur auf, wir kommen rein. Die Geistercrew ist da.